So, hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Abenteuer auf dem Reiterhof. Letztes Mal haben wir das Maple Rally Turnier gewonnen und haben hier unser neues Pferdchen Mia bekommen. Die nicht habe. Genau, wir müssen noch die Stallgasse fegen, reiten, streicheln und trainieren. Was wir natürlich schon gemacht haben ist, wir haben Melissa geholfen, den Hufnagel zu finden. Gibt's hier oben irgendwas Neues? Nö. Und haben ein Interview gegeben für die Rose mit Valley Post. Und ja, dann gucken wir erstmal, wie es unseren anderen Pferdchen so geht. Alpha ist auch happy. Und wie geht's? Cocktail? Cocktail auch. Gut, wenn alle zufrieden sind, dann machen wir doch mal unsere Aufgabe für John und fegen die Stallgasse. Hier den schönen Besen. Na komm jetzt. Ey, geht doch weg damit. Warum geht das nicht? Muss ich wirklich direkt davor stehen? So. Na. Na komm. Geht doch. Und das auch noch weg. Ey, komm jetzt. Na. Da ist noch. Hier ist nix. Hier auch nicht. Hier geht's weiter. Ach, jetzt komm. Weg. Jetzt sind die ersten Haufen hier schon wieder da, ehe ich fertig bin. Ey, jetzt komm, aber ich stehe doch genau davor. So. Da kommt ich auch noch. So. War es das oder ist hier noch? Nee, das. Doch, da ist noch eins. Ich lege den Striegel wieder an seinen Platz zurück, bevor ich mit etwas anderem weitermache. Was für ein Striegel? Das ist kein Striegel. Das ist ein Besen. Und ich weiß auch nicht, warum ich den jetzt zurücklege. Ja, ich weiß, es ist doch klar, dass ich den zurücklege, aber Annie, was sollte die Info jetzt gerade? So. Da steht mal wieder der Besen. So, Horsies, wie sieht's aus? Alpha will ausreiten. Cocktail will Futter. Mia will auch ausreiten. Dann gehen wir. Erstmal Futter holen für Cocktail. Problem ist ja, wir müssen ja in diesem Durchlauf nur Spring trainieren. Wir müssen ja den anderen Kram gar nicht trainieren. Deswegen kann ich mir ja theoretisch diese längeren Parcours sparen und einfach nur immer auf den Springparcours gehen, oder? Ernst gemeinte Frage. Hä? Was? Habe ich jetzt Spielkopf gemacht? Hoffentlich nicht. So. Sattel. Und Zügel. Gut. Da steht noch so ein Typi, der ja auch bestimmt wieder mit uns reden will. Los, mach schon. Hallo, Annie. Hi. Die Stimme. Also schön, dass du auf Rose mit Hill bist. Oh, danke schön. Du bist gruselig. Bis später. Und John, was machst du so? Danke für deine Hilfe, Annie. Du bist wirklich das netteste Mädchen, das ich kenne. Oh Gott. Kein Problem.
Das ist irgendwie so wie das kleine Mädchen und der Stallbursche. Der Stallbursche ist immer so nett zu ihr. Er findet mich bestimmt total süß. Ich weiß halt nicht, wie alt Annie ist. Ich meine, die wird schon irgendwie... Oh, verdammt, Hin ist gerissen. Die wird schon irgendwie im gleichen Alter sein wie John und Melissa, schätze ich. Vielleicht ein bisschen jünger. Aber ich kann sie halt partout nicht einschätzen, sie... Allein schon von der Stimme her ist es eher wie ein kleines Mädel. Hopp. Der Alpha hat echt keine gute Ausdauer. Was ist denn da los? Und durchziehen. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Ja, hör auf so zu schnaufen, Alpha. Wir holen direkt mal ein paar Äpfel. So. Wir holen 3. 1 für jedes Pferd. So. Warum habe ich eigentlich den Schlüssel noch? Ich hab doch jetzt alles... Gut, Melissa steht auch schon wieder da bei der Weide und macht nichts. Und rein da. Einmal rum. Und weg. Gott, die Balken sind noch so gut wie gar nicht gefüllt. So, dann nehme ich direkt einen Sattel wieder, den hier mal mit. Und dann gehen wir nochmal mit Mia ausreiten. Nö, Mia. Testritt. Na komm. Unsere einzige Stute hier im Stall. Komet und Rocky sind ja, denke ich mal, auch Hengste. Und da liegt was. Karotten. Können wir mir dann geben, bevor wir zum Wettkampf gehen. Schneller. Ja, diesmal würde ich dann wieder auf Mia reiten. Immer auf dem neuesten Pferd. Das Pferd, das man am wenigsten kennt, auf zum Wettkampf. Und hat. Ja, schnauft ihr denn alle immer so? Ups. Ups. Und letztes Hindernis. Und euch. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Wo ist der Moderator, oder wenn er den ganzen Tag hier sitzt und guckt, ob irgendjemand hier reiten geht? Einmal abgesattelt. Und wieder rein in deine Box. Gerade gedacht ich kurz, der Apfel fängt an zu blinken. Müsste halt, ein Pferd müsste nochmal gestreichelt werden wollen, dann haben wir wieder alles erfüllt. Wir haben 3 Pferde. Welches davon will zum ersten Mal gestreichelt werden?
Ja, es 66% erfüllt. Was fehlt mir denn hier noch alles? Na komm, nimm mit. Das wurmt mich so ein bisschen, dass ich halt nicht weiß, wo hier noch was sein soll, was ich noch nicht gefunden habe. So, Cocktail ist noch happy, obwohl ich ihn gefüttert habe, bevor ich mit zwei Pferden ausgeritten bin. Alpha will gestreichelt werden. Hübsches Pferd. So, ist doch alles. Und direkt ist da der Briefkasten. Aber meinen Pferden geht's halt auch noch nicht so gut. Ich würde die halt gern noch ein bisschen pflegen. Einfach um die Form noch ein bisschen hochzutreiben. Hier ist ja sonst nichts. Oh! Telefon! Wieso komme ich von da nicht ans Telefon ran? Hallo Annie, ich bin's, deine Schwester. Ich muss heute nicht zur Arbeit gehen und kann für dich das Ausmisten und Striegeln übernehmen, wenn du möchtest. Annie hat eine Schwester? Danke, das wäre toll. Klasse, ich hol dich später ab. Ich habe zwar schon gestriegelt und ausgemistet und Liz hat ja auch gesagt, sie hat den Stall für mich gesäubert, aber okay. Du bist happy? Jetzt will Cocktail ausreiten. Alpha ist auch happy. Gut, dann gehen wir doch nochmal mit Cocktail reiten. Jetzt komm. Mach mit. Na, Sattel drauf. Das eigentlich auf. Wir haben aber 12 von 24 Sachen haben wir auch schon gefunden. Die Hälfte. Richtig, oder? Ereignisse und Geheimnisse, ja. Ich gehe mal kurz mit Melissa quatschen, wenn die da so hinten steht. Los, mach schon. Ob sie irgendwas Neues zu sagen hat. Hallo Annie. Okay, sie sagt, ja selber wie letztes Mal. Ich habe viel geübt. Dann glaube ich, wirst du es gut machen. Los, mach schon. Sie wird es überhaupt nicht gut machen. Wir werden es viel besser machen als sie. Guckt, jetzt fang nicht an wie Alpha, hier auch schon nach 2 Metern schon rumzuschnaufen. Und hä. Und einmal noch rum und hopp. Diese tolle Leistung. Los, mach schon. Jetzt haben wir wenigstens schon mal 80%. Ich wüsste halt wirklich nicht, was hier sonst noch sein soll. Die Zäune sehen alle in Ordnung aus. Wenn ich jetzt mit John quatsche, sagt er mir wahrscheinlich sowas wie, ja, da ist ein Brief für dich angekommen. Dies ist die Weide. Nein. Hier kannst du dein Pferd frei laufen lassen. Wollte ich gar nicht. So, sind die Pferde jetzt eigentlich alle schon auf 100% Form oder geht's noch weiter? Das ist ja eigentlich alles green. Geh nochmal ein bisschen hier in die Seite.
Und weg mit dem Sabo. Warum höre ich hier drin jetzt eigentlich plötzlich Vogelgezwitscher? Vorher hat man hier auch nur die Fliegensummen gehört. So, du willst gebürstet werden? Danach kriegt Mia mal die Karotten. Ich werde dich striegeln. 1% ist nochmal hochgegangen. Nein, du sollst... Och, welches hat sie denn jetzt aufgenommen von sonst da wo? Und du willst nochmal Futter haben, Alpha, kriegst nochmal kurz die Tür aufmachen, ob vielleicht doch nochmal... Nein, jetzt kommt kein Klingel mehr. Und hier liegt auch sonst ne Strom. Halt! Muss ich das Futter auch schon mitnehmen? Ja, dein Gesinge kann ich auch. Rein! Los geht's! Okay, du willst nochmal gestreichelt werden. Machen wir auch nochmal Cocktail. Jetzt kriegst du erstmal die Möwen. Hübsches Pferd. Ich weiß halt nicht, wie man diese dämliche Salbe benutzt. Nö. Funktioniert nicht. So. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwas ist noch auf dem Misthaufen. Nö. Na gut, Leute. Dann mache ich mich auf zum nächsten Turnier und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin bei Abenteuer auf dem Reiterhof. Tschüss. Ist das irgendwo was, was mich weiterbringt? Nein. Natürlich nicht.